Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worum geht's heute hier? Es geht um Haus des Geldes. Ihr habt es am Titel gesehen, jetzt am Thumbnail gesehen, sonst hättet ihr doch auf dieses Video nicht geklickt. Und zwar geht es nicht um die letzte Staffel, auch nicht meine Meinung dazu. Nein, es geht auch hier um die 5 plus spannendsten Fakten zu der Serie. Wenn ihr noch andere Fakten sehen wollt, zum Beispiel zu Iron Man, verlinke ich euch das gerne hier oben in der Ecke. Ansonsten, wie immer, bleibt gerne bis zum Ende des Videos da, dann bekommt ihr einen Fakt extra. Ansonsten vorher gerne ein Abo dalassen, Kommentar auch gerne. Verratet mir mal, warum ist diese Serie eigentlich so gut? Denn unter uns, wir sind hier ja im kleinen Kreis, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Hindert mich aber nicht, gute und spannende Fakten rauszusuchen. Von daher, bleibt dran, Abo dalassen, Kommentar, wie gesagt. Und dann geht's jetzt los. Starten wir direkt mit dem ersten Fakt und der ist wahrscheinlich etwas offensichtlicher. Ihr habt ihn wahrscheinlich irgendwo schon mal gelesen oder gehört. Und zwar ist Haus des Geldes ursprünglich aus Spanien und nennt sich somit also La Casa de Papel. Und irgendwie ist der Titel doch ein bisschen griffiger als Haus des Geldes. Und wo wir gerade beim Titel der Serie sind, lasst uns doch gleich mal in die Vorproduktion springen. Warum in die Vorproduktion? Naja, ganz einfach darum, weil hier hieß Haus des Geldes und nicht Haus des Geldes. Im Deutschen wäre es so etwas gewesen wie Die Vertriebenen. Und da stellt man sich doch die Frage, wenn Haus des Geldes nicht Haus des Geldes gehießen hätte, sondern Die Vertriebenen, wäre die Serie denn auch so erfolgreich? Und wo wir gerade gedanklich in der Vorproduktion sind, lasst uns gleich mal zuerst im Folger zum Piloten springen. Und dieser soll 52 Mal gedreht worden sein. An Genauigkeit hat es den Machern also nicht gefehlt. Und wenn ihr jetzt erst mit der ersten Staffel von Haus des Geldes durch seid, dann mögt ihr feststellen, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas fühlt sich nicht ganz griffig an der ersten Staffel an. Naja, ihr könnt ja gleich in die zweite Staffel klicken. Fragt euch mal, wie es den Leuten gegangen ist, die Teil 2 nicht vor sich hatten, sondern die noch warten mussten. Naja, so oder so mag das daran liegen, dass die erste Staffel eigentlich 15 Episoden hat. Und diese 15 Episoden sollten je 70 Minuten lang sein, also quasi Spielfilmlänge. Netflix war das irgendwie zu lang, sie haben alles umgeschnitten und so gingen daraus 2 Staffeln hervor, und zwar die erste Staffel mit 13 Episoden und die zweite Staffel mit 9 Episoden, denn Netflix wollte eine Episode nur 40 Minuten lang haben. Haus des Geldes funktioniert nur mit was? Genau mit dem Thema Geld, und das wollen die Bankräuber ergattern. Und da stellt man sich doch die Frage, wie schwer wäre das Geld denn wirklich tatsächlich gewesen? Und da kann man sagen, es soll 22 Tonnen gewogen haben, das sind 5 ausgewachsene Elefanten, und das musst du erstmal schleppen. Wäre es nicht einfacher gewesen, das irgendwie digital zu ergattern? Und beim Thema Geld kann man sich gleich die nächste Frage stellen. War es denn echtes Geld, was für den Dreh verwendet wurde? Die Antwort ist denkbar simpel. Natürlich nicht. Es war Falschgeld. Wurde überhaupt schon mal je echtes Geld für eine Serie oder einen Film benutzt? Vermutlich schon. Ich weiß es aktuell noch nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Dann schreibt mir den Film, die Serie gerne unten in die Kommentare. Und vielleicht kann ich zu dem oder zu der Serie dann nochmal mehr Fakten raussuchen. Also es lohnt sich definitiv, ein Abo da zu lassen. Jetzt kommen wir mal zurück zum Haus des Geldes und zum Thema Falschgeld. Denn das muss ja trotzdem irgendwo hergestellt worden sein für den Dreh. Und hierfür wurde die ABC-Zeitung verwendet und nicht nur die Zeitung selbst, also das Material, auf dem die Zeitung normalerweise gedruckt wurde, sondern auch die Presse selbst. Das soll sie also gewesen sein. Die 5 plus Fakten zum Thema Haus des Geldes. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Dann bekommt ihr noch einen Fakt extra dazu. Wo ist der Fakt versteckt? Naja, jetzt kann ich es euch ja sagen. Wir sind ja inzwischen unter uns in den Endcredits. Also auf jeden Fall dranbleiben. Dann gibt es einen extra Fakt dazu. Die große Frage vorher aber, kanntet ihr die Fakten schon? Waren sie neu für euch? Hattet ihr die einfach vergessen? Ich muss sagen, ich kannte die Fakten alle noch nicht. Ich habe sie eben erst recherchiert. Denn ich kann auch gestehen, wir sind ja immer noch unter uns. Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich kann den Hype also noch nicht nachvollziehen. Wenn ihr den Hype nachvollziehen könnt, wenn ihr die ganze Staffel schon gesehen habt, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, was so großartig in der Serie ist. Dann hole ich sie auf jeden Fall nochmal nach. Und vielleicht kommt dann nochmal ein Video mit weiteren Fakten. Wenn ihr bis dahin eh nochmal ein Video sehen wollt zum Thema 10 plus oder 5 plus Fakten, dann klickt auf jeden Fall mal hier oben. Da habe ich bereits ein Video zu Iron Man gemacht. Da geht es natürlich auch ganz heiß her. Also lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke, genießt das gute Wetter, so gut es geht in der Situation momentan. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht das Beste draus und bleibt sicher. Ciao, ciao. Wie immer in diesen Videos verrate ich am Ende noch einen extra Fakt zu dem Thema, was wir gerade machen. Denn dranbleiben muss ich also auf jeden Fall. Momentan ist es Haus des Geldes und hier können wir uns fragen, wie funktionieren zum Beispiel einige Action-Szenen in der Serie? Da kann man sagen, die Fensterglasscheiben der Polizeiautos sind aus Zuckerglas. Entsprechend können sie einfacher zerbrechen. Und die Waffen, die benutzt wurden, sind extra präpariert, dass sie keine Munition verschießen, sondern eben Luft. Das ist das große Geheimnis in den Action-Szenen. Also wieder ein Fakt mehr und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Wanna move my feet. Wanna jump on one. Wanna move my feet.